Gegen heute Nachmittag, ca. 16.30 Uhr, ist die Feuerwehr alarmiert worden. Es kam zu einem Schadensereignis, was zwei Außenwände aus einem Gebäude herausgedrückt hat. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnten wir eine verletzte Person auffinden, die zwischenzeitlich mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen wurde. Ein entstehender Zimmerbrand konnte von uns erstmal gelöscht werden. Momentan sind wir mit einem Großaufgebot an Feuerwehreinsatzkräften hier vor Ort. Aktuell warten wir noch auf das THW mit weiteren Fachberatern und Spezialkräften, um das Gebäude, was möglicherweise auch einschussgefährdet ist, entsprechend abzusichern und zu untersuchen.